So, willkommen zu einem neuen Let's Play. Wie ihr sehen könnt, handelt es sich diesmal um Portal 1. Hui! Wollte ich auch lange schon mal wieder spielen. Hello, and again, welcome to the Aperture Science Computer-Aided Enrichment Center. We hope your brief detention in the relaxation vault has been a pleasant one. Your specimen has been processed, and we are now ready to begin the test proper. Before we start, however, keep in mind that although fun and learning are the primary goals of all Enrichment Center activities, serious injuries may occur. For your own safety and the safety of others, please refrain from. Stand back. The portal will open in 3, 2, 1. Ein lustiger Aspekt, den ich beim letzten kurzen Anfang, den ihr nicht sehen werdet, gefunden habe, war übrigens, dass man das Radio da hört, wo es in der realen Welt ist und nicht in der Portal. Was so ein bisschen Rückschlüsse auf die technischen Aspekte der Portale gibt. So, und was es jetzt auch mittlerweile in Portal gibt, was bei meinem letzten, wo ich das durchgespielt habe, 2009 war das, nicht drin war. This Aperture Science Material Emancipation Grill will vaporize any unauthorized equipment that passes through it. For instance, the Aperture Science Weight and Storage Cube. Also was letztes Mal noch nicht drin war, was ich gerade sagen wollte, waren die Radios. Die haben sie irgendwann mal reingepatcht, quasi als Auftakt für Portal 2. Mein Game Through bei Portal 1, das war 2009, das ist schon eben her. Da gab es die Radios noch nicht. Für die Radios gibt es allerdings jetzt auch ein Achievement, was ich natürlich versuche zu holen. Dazu muss man das Radio im Level finden und eine Stelle im Level finden, wo man das Radio hinhalten muss. Und dann fängt das irgendeine Transmission auf, wie wir gerade gesehen haben. Das gerade war Morsecode. Meine Morsekenntnisse beschränken sich auf wenige Buchstaben. Und das ist eher das Lesen und nicht das Hören von Morsecode. Demnach habe ich keine Ahnung, was da gerade gemorst wurde. Findet man sicherlich online. Wer möchte, darf mir das gerne raussuchen. Ich wollte mich da jetzt nicht spoilern lassen, weil ich mit den anderen Radios vielleicht noch etwas vorhabe. Bleiben wir mal vage. Ein weiteres Achievement, was es noch gibt, was ich auch noch nicht gemacht habe, ist es, so ziemlich sämtliche Kameras in den Leveln von den Wänden zu schießen. Das kann man nur machen, wenn man die Portal Gun hat. Demnach fällt das jetzt noch weg. Please place the weighted storage cube on the 1500 megawatt Aperture Science Heavy Duty Super Colliding Super Button. Das ist aber ein schöner Button, den sie da haben. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wo das Radio hier hin musste. Perfect. Please move quickly to the chamber lock, as the effects of prolonged exposure to the button are not part of this test. Und das hier ist eine SSTV Transmission. Und ups. So, dafür brauchen wir mal ganz kurz eine kleine weitere Software. Ich hoffe, dass das jetzt hier alles funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Das ist nämlich ein kodiertes Signal, welches man ja, entschlüsseln kann. Und die Software, die ihr gerade seht, die macht genau dies.
Und das werde ich bei sämtlichen Bildern in-game versuchen. Ich mache noch einen zweiten Durchlauf, weil er den ersten nicht ganz gekriegt hat. Ja, oben links können wir das Aperture Science Logo erkennen. Rechts scheint eine Tastatur zu sein, links irgendwelche Notizen. Null Insert, das sieht wie der Numblock aus. Also die Bilder ergeben nicht alle Sinn, aber ich finde es doch ein sehr cooles Gimmick. Vor allem so vor Portal 2 sind dann, glaube ich, auch noch irgendwelche Portal-Bilder drin. So, da haben wir das Bild. Wunderbar. Die Software können wir wieder stoppen. Und dann gehen wir weiter. Also die SSTV-Bilder werde ich versuchen zu entschlüsseln mit dieser Software. Und die Kameras werde ich, sobald ich eine Portal-Gang gleich kriege, auch versuchen, alle von den Wänden zu holen. Zu dem Zweck habe ich mich leicht vorbereitet. Ich habe eine Liste, wie viele Kameras es in den Leveln gibt, die man wohl kaputt machen muss. Which may, in semi-rare cases, emancipate dental fillings, crowns, tooth enamel, and teeth. Da oben sehen wir schon das Radio, mal gucken, wie wir da gleich drankommen. Haben wir da eine Kamera? Also hier soll es drei Kameras geben, die wir runternehmen müssen. Das ist Chapter... Very good. Chamber 2. You are now in possession of the Aperture Science handheld portal device. Eins. With it, you can create your own portals. These intradimensional gates have proven to be completely safe. Zwei. The device, however, has not. Do not touch the operational end of the device. Do not look directly at the operational end of the device. Do not submerge the device in liquid, even partially. Drei. Most importantly, under no circumstances should move. Jetzt müssen wir noch irgendwie oben an das Radio kommen. Na. Daneben. Oder wir können natürlich auch auf das Radio drauf springen. So, mal gucken, wo wir damit hin müssen. Ich renne erstmal zum Ausgang. Das ist es nämlich auch in ein paar Leveln, habe ich schon festgestellt. In diesem hier nicht. Zum Eingang meine ich. Dann gehen wir halt mal zum Ausgang. Wieder ein. Okay, dann ist wieder unsere tolle Software gefragt. QSSTV gibt es, glaube ich, auch für Windows. Würde ich mal tippen. Das Logo ist nicht ganz drauf, aber man erkennt es schon ganz gut. Bin mir jetzt nicht sicher, was wir darauf erkennen können, aber das bremst die Faszination für diese Technik nicht sonderlich. Ach, ich kann die Software auch einfach laufen lassen. Dann können wir das nächste Mal einfach raustappen, wenn wir es raus haben. Wunderbar. Das Ding noch weiter. Please proceed to the chamber lock. Mind the gap. Level 3. Sollen wieder drei Kameras übrigens haben. Eins. To ensure zwei. The safe performance of all authorized activities, do not destroy vital testing apparatus. Kameras sind kaputt, hier haben wir ein Radio. Well, remember, the Aperture Science Bring Your Daughter to Work Day is the perfect time to have her tested. Gucken, wo wir hin müssen.
Ja, ich wollte nicht runterspringen. Vermutlich müssen wir weiter nach oben, wa? Ist doch nicht so deutlich das Signal. Dann müssen wir noch einen weiter nach oben. Mal gucken. So. Slow Scan Television ist eine analoge Betriebsart im Amateurfunkdienst und dient der Übertragung von Standbildern. Die Übertragungsgeschwindigkeit von Amateurfunkfax ist bei großer Auflösung doch recht gering, sodass Cawthorn McDonald 58 in den USA ein Verfahren entwickelte, um Bilder schneller zu übertragen. Im Deutschen wird SSTV Schmalbandfernsehen genannt und kann in einer Minute zum Beispiel mehrere Schwarz-Weiß-Bilder übertragen. Das ist ziemlich einfach, man benötigt nur eine Videokamera und einen Speicherkonverter oder ein entsprechendes PC-Programm, welches die Videosignale in zur Helligkeit analoge Töne umwandelt, welche dann auf den Sender gegeben werden. Und 10, eine 8 und ist eine 2 und dort ist wieder eine Taste. Ist das eine 6? Und die sind durchnummeriert. Das könnte auch das andere Gimmick sein, was zu Release gestartet wurde. Und zwar Valve zum Release von Portal 2 oder halt vorher als Werbemaßnahme nicht nur die Radios hier eingeführt, sondern irgendwie auch ein MD5-Hash einer Telefonnummer. Darin scheinbar verwurzelt. Das könnten jetzt die Zahlen gewesen sein. Das ist schon gerade 11 von 32. Ich weiß es nicht, wo sie angefangen haben zu zählen. Wenn sie bei 0 angefangen zu zählen haben, könnte das Ganze beginnen kommen. MD5-Hashes sind 33 Zeichen lang, wenn ich mich recht entsinne. Die kann man dann nicht wirklich zurückrechnen, aber es gibt Tabellen online und da kann man den MD5-Hash sicherlich rausfinden. Die haben nämlich damit, wie gesagt, eine Telefonnummer kodiert und hatten dann im eigenen Büro auch einen Rechner mit Modem, den man dann auch ähnlich moduliert, was hat ein Modem so macht. Das hat man als Modem-User damals vielleicht auch gehört, wenn man die Verbindung aufgebaut hat. Das klang ähnlich. Mit dem konnte man dann Kontakt auftreten und diese Nummer anrufen und ist dann halt mit dem Rechner da im Büro verbunden. Ich weiß jetzt nicht, was auf dem Rechner lief, aber... Das haben relativ viele Fans scheinbar gemacht. In Berichten zufolge stand das Ding niemals still, sondern war permanent, wurde permanent angerufen. Also man konnte eine Datenverbindung irgendwie aufbauen. So, das ist gleich Nummer 4. Hier gibt es zwei Kameras. Eins. Und davon ist Nummer 2. For your own safety, do not destroy vital testing apparatus. So, du kommst durch, du kommst durch. Ich geh durch. Die Rätsel sind alle noch recht simpel. Excellent work. As part of our required test protocol, we will not monitor the next test chamber. You will be entirely on your own. Good luck. Nochmal. Ah, lauf doch nochmal durch. Vielleicht kann es ja doch einer verstehen. Thank you.
Also man kann relativ gut raushören, wo die Buchstaben anfangen, aufhören. Lange, kurze Töne kann man unterscheiden, allerdings geht mir das alles viel zu schnell. Wie gesagt, ein paar Morsezeichen kriege ich noch hin, mehr als das SOS. Dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz ist das S, dreimal lang ist das O. Einmal kurz ist ein E, einmal lang ist ein T, wenn ich mich recht erinnere. Lang, kurz und kurz, lang waren A und N. Wie rum, weiß ich gerade nicht. Kurz, lang, kurz war, glaube ich, ein R. Kurz, lang war, glaube ich, ein C, aber ich bin mir da nicht mehr sicher. So, Test Chamber 5, hier soll es drei Kameras geben. Wir brauchen ein Gegenportal. 1, 2. Kamera 3 müssen wir dann gleich nochmal suchen, wa? Mal gucken, dass es hier keine gibt. Normalerweise nicht, in diesem Fall auch nicht. Vielleicht ja im nächsten Raum oder so. Dann lösen wir erstmal das tolle Rätsel. Fällst du da durch? Dankeschön. Rätsel 1. Nein, Hanko, ich möchte jetzt nicht. Da ist auch ein Radio. As part of a required test protocol, our previous statement suggesting that we would not monitor this chamber was an outright fabrication. Good job. As part of a required test protocol, we will stop enhancing the truth in 3, 2. Das Problem ist, bis hier war ich mit dem Radio schon. Und in diesem Raum kann man das, ist die Übertragung nicht, die ist vorher. Vital testing apparatus destroyed. Oder ist sie da vielleicht oben? Nein. Und die ist auch nicht vorm Ausgang. Das heißt, diese Testchamber müsste man eigentlich nochmal machen. Ist die Frage, ob man das direkt kann. Testchamber 4 können wir nochmal machen. Ja, würde ich vorschlagen, wir starten nochmal bei Test Chamber 4, weil ich dieses Achievement auch gerne machen würde. Welcome also. To Test Chamber 4. You're doing quite well. 1, 2 gab's to hier. To ensure the safe performance of all authorized activities, do not destroy vital testing apparatus. Den Portal hatten wir ja bereits, den muss ich nicht nochmal machen. Also, weil ich kann eben mit dem Ding da hinrennen. Einfach, dass es nochmal aufpoppt. So. Dann müssen wir gleich mal gucken, wie wir bei Test Chamber 5 das Radio da rauskriegen. Ah, ist ja easy. Ich kann ja einfach ein Portal drunter schießen. Fällt es ja oben raus. Nur sobald wir drinnen sind, ändert sich das Portal auf die andere Seite und wir kommen nicht mehr zurück. Das heißt, wir können den Raum. Entweder müssen wir den ganz kurz und schnell betreten oder wir dürfen ihn gar nicht betreten. For your own safety, so. Do not destroy vital die Kameras mache ich auch nochmal kaputt, einfach nur um sicher zu gehen, dass alles auch korrekt gezählt wurde. Daneben. So. Jetzt haben wir das Radio auch raus. Ups, ist er. Meine erste Vermutung ist, wir müssen in das Loch. Vermutung war offensichtlich korrekt. Woo! Ja, no sync. Wir müssen eventuell nochmal bis zum Start der Übertragung warten. Ja, komm. Und nochmal von vorne. Ihr kriegt trotzdem kein Sync? Ist das ein anderes Signal? Nee. Wieso funktioniert denn das jetzt nicht? Habe ich den vorhin gestoppt? Nee. Oh doch, habe ich scheinbar. Na, müssen wir noch einmal warten. Aber ich möchte natürlich gerne sämtliche Bilder sehen.
Das Erkennen der einzelnen MD5-Hash-Buchstaben überlasse ich dem geneigten Zuschauer. Obwohl, die Bilder müsste ich ja auch da haben jetzt. Ich kann ja mal eben gucken. Die sind auch nicht gut sortiert. Das war das erste Bild. 0, 6, 8 und oben. Ist nur die 3 gemeint, das steht aber, da kann man den Index nicht erkennen. Und manchmal fängt er, wie man gerade sehen konnte, auch mittendrin nochmal vorne an. Ups, das ist ja was anderes. Warum das ist, weiß ich nicht. Die Software ist auch nicht das Optimum vielleicht, keine Ahnung. Das war die erste, die ich gefunden habe und die funktioniert auch sonst relativ gut. Ich meine, vorher hatte ich keine Software dafür und das hat offensichtlich nicht funktioniert. Our previous statement suggesting that we would not monitor this chamber was an outright fabrication. Good job. As part of our required test protocol, we will stop enhancing the truth in 3, 2, 1.